Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sporttotal. Das Spiel ist angepfiffen, es geht los. Auch wieder ein Freistoß für Schalke 04. Der kommt ordentlich weit nach vorne. Linke Seite ist relativ viel Platz. In der Mitte steht Rufat Dadaschow, aber der Ball kommt zu Kuzuki. Sojiro Kuzuki 1:0 in der vierten Spielminute. Das ging flott und vor allem war das ein schöner Angriff hier nach diesem Freistoß. Habe ich noch gesagt, sie überhasten nicht. Jetzt ist auf rechts frei, das ist schon wieder Kuzuki. Kuzuki nimmt es mit allen auf gefühlt, passt jetzt den Ball rechts raus in die Mitte und dann ist da Rufat Dadaschow mit dem 2:0. Das geht aber ganz schön fix hier. Erst vor 3 Minuten das 1:0, jetzt das 2:0 und das sieht nicht gut aus. Er bleibt da hinten liegen, er ist gerade eben nach seinem Tor. Vielleicht sehen wir es jetzt hier in der Wiederholung. Da köpft er den Ball rein und dann läuft er da gegen die Stange. Dann läuft er da gegen die Stange des Tores und liegt jetzt hier erstmal am Boden. Wieder Einwurf Schalke, wollen es jetzt mal ein bisschen schneller machen. Vielleicht dieses Mal über die Mitte. Rechts raus, Van der Sloot wird abgeblockt. Aber der Ball immer noch heiß. Der Ball immer noch bei den Jungs von Schalke. Kuzuki bringt den Ball in die Mitte und dann ist es das 3:0 aus Sicht der Gäste. Schön gespielt von Daniel Kirewa. Bringt sich da in der Mitte in Position und schließt ab. Hier sehen wir es nochmal. Der Ball in die Mitte und dann steht da Kirewa, setzt sich durch. Das ist natürlich ein schlichter Fehler. Dadaschow. Jetzt vielleicht Kirewa auch schneller als Simos Ribeiro. Und dann ist es das 4:0 für Schalke 04-2. Da hat die Defensive, gerade vorhin sage ich, da hat die Defensive gar nicht gut ausgesehen dieses Mal. Hier sehen wir es nochmal. Kirewa. Und dann in der Mitte komplett blank. Komplett frei. Sondern einfach mal hier Schalke auspacken und den Ball versuchen langsam nach vorne zu bewegen. Vielleicht so wie jetzt. Schalke, Dadaschow links raus und rechts steht Kuzuki. 5:0 und das zweite Tor für Sojiro Kuzuki in diesem Spiel. 5:0. Es ist alles zu inkonsequent, was Bocholt da hinten drin spielt. Tim Albutat links raus. Da sind wir wieder in der Mitte und da ist das 6:0 durch Steven van der Sloot. 6:0, hier sehen wir es. Albutat spielt den Ball auf links raus. Und dann steht Steven van der Sloot da genau richtig und köpft den Ball zum 6:0. Jetzt vielleicht Lorch, aber Novakovic mit der Kopfabwehr. Und zwar 3 Meter außerhalb seines Strafraums. Kirewa und jetzt können sie schnell machen. Die Bocholter verlieren da aber den Ball. Schiedsrichter sagt weiterspielen. Links ist Bukake. Und der macht das 7:0. Seitlich vom Strafraum. 5 Meter außerhalb. Und der trifft den. Ich glaub's nicht. Hier sehen wir es nochmal. Da. Bukake schlänzt einfach mal auf den Ball drauf. Jetzt vielleicht Bocholt über die linke Seite, kann sich da nur mit einem Foul behelfen, Schell.
Joey Müller war es. Und der hatte vorhin schon gelb gesehen, somit jetzt die Ampelkarte. Da beschwert er sich, dass Kozuki zu nah dran steht. Hoch reingebracht. Novakovic mit der Faustabwehr. Jetzt wieder über Albutat. Schell zeigt hinten an, dass er frei steht. Albutat will lieber über vorne machen. Und dann ist das Castelle alleine auf dem Weg zum Tor mit dem 8:0. Und ja, spätestens jetzt kann Bocholt einpacken, glaube ich. Castelle und ja, dieses Tor so ein bisschen sinnbildlich. Läuft völlig alleine aufs Tor zu, macht nochmal den Schlenker, Wickel. Während Bocholt von innen rausspielt und sich irgendein Fan auf dem Platz aufzuhalten scheint. Kozuki geht da jetzt hin. Jetzt kommt auch der Sicherheitsdienst und entfernt den Mann dann vom Spielfeld. Ja, jetzt machen die Bocholter hier so ein bisschen das, was sie von Anfang an hätten tun sollen. Vielleicht jetzt die Chance über Lorch. Der läuft auf den Torwart zu und schiebt den Ball ein zum 1:8. Das wird am Endstand hier nichts mehr ändern. Die Fans freut es trotzdem von Bocholt. 1:8, hier sehen wir es nochmal. Lorch läuft auf Novakovic zu und kann über links einschieben. Einwurf für Schalke, Calhanoglu. Kozuki bringt den Ball rein. Jajobo wartet, Van der Sloot, aber Wickel mit der Abwehr. Bringt den Ball nach vorne Richtung Fakro, verlängert mit der Schulter. Feysulau, wieder Fakro. Auf rechts versucht, über Beckert. In der Mitte läuft sich Fakro oder versucht Fakro sich frei zu laufen. 2:8. Malik Fakro. Und ich würde sagen, das Ganze schauen wir uns auch nochmal an. Hier sehen wir es. Beckert über die rechte Seite. Fakro versucht sich frei zu machen, schafft es und kann zum 2:8 einnicken. Und ja, die Auswechslung von Max Mahn ist vollzogen und der Schiedsrichter pfeift ab. Das war's. 2:8 bzw. 8:2 gewinnt der FC Schalke 04 2 beim FC Bocholt. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.